So, wir machen jetzt ein paar Übungen mit dem Ball. Kniehand für unseren Rücken ein bisschen. Ja? Knie dich einfach hin, Ball in der rechten Hand und wir strecken den rechten Arm und das linke Bein. Du berührst das Knie, immer schön diagonal arbeiten. Genau. Heben und senken. Das machen wir ungefähr so 100 Mal und dann wechseln wir die Seite, oder? Mindestens 100 Mal, genau. Nein, so 10, 15 Mal. Und jetzt bitte noch halten 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wechseln. Andere Seite, ich drehe mich nur um, dass du mich besser sehen kannst. Und los geht's. Strecken, Knie berühren, strecken, Knie berühren. Bei dieser Übung schauen wir, dass die Wirbelsäule sich eben nicht bewegt, in dieser ersten Übung, sondern dass wir mehr stabilisieren aus dem Bauch heraus. Letztes Mal halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wunderbar. Wir wechseln die Seite. Selbe Übung, aber jetzt machst du noch dazu einen Buckel und ein Hohlkreuz. Der Kopf arbeitet bitte auch mit. Hohlkreuz, Katzenbuckel. Hohlkreuz, Katzenbuckel. Hohlkreuz, Katzenbuckel. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Letztes Mal. Und zum Schluss wieder halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Easy cheesy. Wechsel, andere Seite. Und los geht's. Hohlkreuz, Katzenbuckel. Hohlkreuz, Katzenbuckel. Große Bewegungen. Das muss nicht schnell sein, schön langsam. 4, 3, 2, letztes Mal bitte. Halten bitte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wunderbar. Wir wechseln wieder. Und diesmal geben wir den Ball unter das Knie. Unter das Knie. Aufpassen, es wackelt ein bisschen. Ja. Tun wir mal in der ersten Variante einfach nur die Hände am Boden lassen. Und wir machen das nur mit einem Bein. Nur mit einem Bein. Nur mit einem Bein. Popo anspannen, Bauch anspannen, Rücken anspannen, Wirbelsäule gerade. 4, 3, 2, 1 und wir halten. Popo anspannen, Rücken anspannen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Wunderbar. Wir wechseln die Seite. Ich bleibe jetzt auf der Seite, dass der Unterschied ist. Schön angespannt, stabilisiere den Körper. Los geht's. Strecken, anziehen. Strecken, anziehen. Strecken, anziehen. Strecken, anziehen. 4, 3, 2, 1 und halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. So,
Und jetzt, meine Lieben, jetzt wird es anstrengend, weil jetzt kommt der A-Block noch dazu. Juhu! So, pass auf, du kniffst dich hin. Diagonal. Ja? Rechter Arm, linkes Bein. Wie am Anfang, aber wir knien auf den Ball. Und es wackelt ein bisschen. Und das ist das Schöne. Wir müssen ausgleichen. Wir müssen stabilisieren. Oh ja, Baby. Rücken bleibt trotzdem gerade. Schön anspannen. 4, 3, 2, 1 und halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Juhu! Sehr brav. Nächste, andere Seite. So. Schau, ob die Seite auch so gut geht. Strecke. Zusammenrollen. Strecke. Zusammenrollen. Strecke. Zusammenrollen. Da arbeitet alles. Bauch, Rücken, Po. 4, 3, 2, 1 und halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Kurz entspannen. Eine Übung habe ich noch für euch in der Serie. Eine Übung habe ich noch für euch. Jetzt ist es nämlich richtig anstrengend. Ball wechselt. Und jetzt hätte ich gerne hier, wo wir knien, dass die Zehenspitzen in der Luft sind, aber wir müssen nur halten. Also, pass auf. Komm mal hoch mit den Armen und jetzt hebt die Zehenspitzen hoch. Hebt die Zehenspitzen hoch. Nur knien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wechsel, andere Seite. Ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. So. Okay, also. Zuerst Arm hoch, Bein hoch und jetzt Zehenspitzen hoch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 2,5, 2, 3 Viertel, 1. Sehr brav. Super.